So, Freunde, ich bin ready für die neue Folge. Meine Empfehlung: Chio Tortillas mit einem geilen Dip. Mein persönlicher Favorite: Mild Salsa. Welcher Dip ist euer Favorite? Schreibt's gerne mal in die Comments. So, jetzt geht's aber los. Also gönnt euch Chio Tortillas und die neue Folge, denn so wird das Watch-Erlebnis noch intensiver. Gönnt euch und rein da! Da ist ein Wolf! Halt mich nicht zu unserem Zeug! Check this out. Sag ich mal. Wir können jetzt noch weiter hier rumsuchen, 3-4 Stunden, aber dann hängen wir hier tot. Ach, hier sind halt überall tote Äste, sag ich euch, es ist. Und ich will mir einfach immer nicht eingestehen, dass ich alt werde und dass das halt schlimm ist. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel: 14 Tage überleben. Willenskraft wie Wolf. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Bärenspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße, ey! Das ist so krass, Digga. Come on! Yeah! Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival. Seven vs. Wild Teams. Ja, aber die Züge. Ja, Leute, blödes Thema, weil man natürlich auch ein bisschen machtlos ist in dieser Situation. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall irgendwie das Bett ein bisschen zu erweitern. Das Bett ein bisschen auszubauen, ein bisschen mehr zu polstern, damit wir irgendwie die Rückengeschichte in den Griff kriegen. Ja, genau. Wir haben jetzt ein bisschen überlegt, ob wir das jetzt groß thematisieren oder nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man natürlich auch ein bisschen die Schattenseiten und solche Situationen mit euch teilt. Von daher, wir greifen an, wir bauen weiter. Hat sich auch einiges platt gelegen und ja. Da reagiert halt auch jeder Körper andersrum. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich echt wirklich recht gut geschlafen. Aber wenn du halt körperliche Beeinträchtigungen hast, Vorerkrankung in der Richtung, irgendwas auch immer, was willst du machen? Wir basteln mal eine Runde. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Jetzt kriegt er, glaube ich, mal das erste Mal so ein Gefühl dafür, wie das Ganze aussehen soll. Die Dachkonstruktion, das ist jetzt erstmal nur behelfsmäßig, dass wir die Plane rüberkriegen können. Das wird später natürlich nicht so sein. Das ist nur ein Provisorium. Aber der Plan geht auf jeden Fall auf. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir viel zu wenig gegessen haben. Trinken ist gut. Trinken haben wir wirklich gut. Trinken sind wir gut drin, aber irgendwie das Essen haben wir völlig vergessen. Ja, Essen ist ja übertrieben. Naja. Bärchens. Aber so wie wir gesammelt haben, kannst du ja wirklich mal eine richtige Handvoll reinknallen. So. Martin federt da gerade. Und wir bauen hier fleißig an unserer Blockhauskonstruktion.
Blumenstrauß fürs Bettchen. Wir haben jetzt ein bisschen gechillt. Joey hat in der Zeit schon den Strand ein bisschen begutachtet und hat hier einen fetten Ast oder Stamm gefunden. Und hier ist sowieso viel Totholz, was angespült wird. All das. Oh. Wollen wir jetzt noch darüber verfrachten, damit wir anfangen können, Shelter zu bauen. Weil gerade war es schon ein bisschen gräulicher bei unserer Expedition da zum See. Und deswegen Shelter jetzt wichtig. Das zweite Objekt der Begierde hier. Jetzt haben wir richtig Malo. Und dieses Holz ist leicht, oder? Ja, teilweise ja, teilweise überhaupt nicht. Fest, feucht von dem ganzen Wasser. Macht es halt noch schwerer. War ein ordentliches Workout jetzt hier, ey. Es ist Treibholz. Es kommt möglicherweise sogar aus der anderen Seite von der Welt. Es treibt über, ja, aufs Meer. Und wir haben hier jetzt richtig Baumaterial. Erstmal gesammelt vom Strand. Das Holz ist sauschwer, natürlich auch zugezaugt, deswegen hier trocknen lassen. Jetzt machen wir eine Pause, weil wir sind, also ich bin auf jeden Fall gut kaputt. Wir haben heute richtig Strecke gemacht bis jetzt. Ja? Mal hoch da mal, ja. Also mal hoch Attitüde, die wir an den Tag legen. Genau, also erstmal Pause und dann geht's schön weiter. Hier ist sie, hier ist unsere Wildkamera. Direkt hier haben wir geschlafen, gell? Da haben wir geschlafen. Also wenn da jetzt was, also stell dir mal vor, dass da der Wolf stand. Das glaubst du aber selber nicht. Boah, schau mal rein. Warte, wir haben noch eine andere. Platziert da vorne. Hier vorne haben wir sie platziert. Mit Blick nach unten. Hier ist der Wolf auf jeden Fall gestern lang gelaufen. Boah, den nehmen wir auch mit. Den nehmen wir auch mit. Oben. Okay, das ist das Erste. Warte. Fertig. Was? Okay, nein. Eine Wildkamera haben wir noch. Heb du, ich will jetzt auch mal bedienen. Ja. Nix da. Keine Dateien vorhanden. Nichts aufgenommen. Nichts aufgenommen. Gutes Zeichen für dich? Ja. Ja, gutes Gefühl, oder? Ja. Alles sauber. Können wir so lassen. Stellen wir heute Abend woanders auf. Das Ding ist halt, wir haben zwar nichts da jetzt drauf, aber wir haben es ja selber schon gefilmt. Verdammt. Also, es ist ja da. So, wir sind draußen. Trinken was. Das Netz ist draußen, steht gut im Wasser, irgendwo da vorne. Man muss sich einfach was verheddern, dann haben wir es. Da vorne anscheinend, gell, ist irgendwas passiert. Die Möwen fressen irgendein totes, irgendein Leichnam, irgendwas ist da. Viele kleine Fische, sonst was. Hier ist was drin, Sascha. Jetzt müssen wir, Petri Heil ist jetzt Petri das Geheimnis. Heil, ja. Petri Heil. Währenddessen trinke ich mir unser Kaliumwasser. Der Test für den Magen. Ja, Freunde, Fischfang hat nicht so gut geklappt. Wir haben Netz versucht. Ich habe keine großen Fische gesehen, so sehr kleine. Es hat nicht geklappt mit dem Netz. Jetzt müssen wir weiter schauen, was Nahrung betrifft. Machen wir uns gerade ein bisschen Sorgen, ne? Das hat mich schon aufgeregt, dass es das gleich geklappt hat. Es war halt ein Wunschgedanke, ne? Dass es gleich funktioniert, aber so ist es. Wir haben ja nicht nur Netze, wir haben noch andere Möglichkeiten. Das Problem ist nur, ich sehe keine Fische. So, ich sehe nur so Minifische. Das bleibt spannend. Da habe ich einen der Gummifische von Joey Kelly noch gekriegt. Einen der Gummifische. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich hänge einfach mal den Haken rein und vielleicht erträgt es ein paar Fische. Einfach mal rausfeuern. Rausfeuern und warten. Angeln ist Geduldsspiel. Ja, geht runter. Sinkt schön ab. Das ist ja echt unfassbar. Da ist Sascha, wir beobachten das Meer, wo man Fische sehen könnte. Wir sehen keine Fische. Es muss möglich sein.
Wir brauchen Fisch. In diesen Flüssen da hinten, also in diesem Fluss und See, da ist nichts. Es muss von hier kommen. Oh Mann, oh shit. Schwer. So, wir sind jetzt Bären sammeln. Wenn Fisch nicht funktioniert, gell, Sascha? Dann gehen wir Bären sammeln. Dann gehen wir Bären sammeln. Wir haben schon Stunden ins Wasser geschaut. Ja. Und probiert. Wir haben keinen einzigen mittelgroßen Fisch gesehen. Keinen einzigen. Und wir waren schon überall hier an der Bucht. Überall sind wir herumgespaziert. Dann schauen wir jetzt hier. Die Ebbe und Flut wissen wir jetzt auch. Die kommt nicht hoch in unser Lager. Da sind wir auch safe. Alles eigentlich top. Alles eigentlich top, nur Fische. Haben wir keine. Deswegen nicht demotivieren lassen, sondern andere Nahrungsquellen suchen. Das machen wir. Und wenn Ebbe wieder kommt, versuchen wir wieder zu fischen. Weil no fucking excuses. Ihr kennt es alle von Panama. Jeder Tag zählt. Jeder Tag, den wir geschafft haben, ist ein Tag näher dran an der Abholung. Und die Abholung ist das, was dieses ultimative Gefühl ist. Dieses unfassbare Gefühl. Und deswegen, Freunde, hier ist unser Baum. 7. Muss schön sein. So. Wie beim letzten Mal. Wir haben es geschafft. Wir sind an Tag 1. 24 Stunden sind wir jetzt da. Eine Nacht. Jeder Strich ist eine Nacht, die wir hier auf der Insel sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So wird der Baum am Ende aussehen. Wir sind gerade wieder zurück zum Bärensammeln an diesem großen See. Ich bin auf die andere Seite über den Baum geklettert. Da ist eine richtige Höhle. Oh. Da lebt da vielleicht drin, der Wolf. Von gestern. Das ist krass. Hier ist auch wie so ein Unterbau. Ja, ja, umgepackt, umgekippte Bäume. Nee, ich gehe da nicht rein. Wir gehen da nicht rein. Das ist auch krass. Hier kommt mal vorbei, ja? Ich gehe mal hier rüber. Ja. Die linke Seite abchecken. Sehr geil, hat sich gelohnt, hier drüber zu klettern. Über Stock und Stein, guckt euch die Dicke der Bären an, die wir hier haben. Das ist unsere Rettung. Das ist es einfach. Guckt ihr diese Bären an. Alles voll, Sascha! Alle reif! Wirklich alles voll! Oh, krass! Wir laufen jetzt immer weiter. Wir sind jetzt an dem See, den kennt ihr, einfach weiter gelaufen. An so einem Fluss, überall durch. Und jetzt schaut mal wieder hier. Da eine Höhle und da vorne eine Höhle. Wir laufen einfach weiter. Wir lassen uns nicht irritieren. Wir suchen, ob wir vielleicht doch noch irgendwas anderes finden. Einen See oder irgendwas. Wow, wieder offenes Feld. Sascha, geil, oder? Wir pflücken Bären in der Flasche, beobachten das Wasser. Und da sind immer wieder, das kenne ich vom Angeln, Blubberblasen von den Fischen. Das können nicht diese kleinen Kaulquappen sein, die wir vorne im Flachen sehen, sondern hier, das muss etwas größer sein. Ich muss das Netz aufbauen. Wir müssen direkt loslegen. Das wäre krass, oder? Schmeiß rein. Ich habe das jetzt notdürftig. Ich habe das andere Netz ist schon oben vorbereitet. Da ist die Schnur über den Feuerstahl gewickelt. Das kann wunderbar abrollen. Hier nicht. Guck dir das an. Da sind Fische. Luftblasen. Ich hoffe, das rollt aus meiner Hand ab. Wunderschön die Gegend, gell? Das rollt schon ab. Komm. Ja. Ja, weiter bin ich nicht gekommen. Ja, ist egal. Nice try. Egal. Einfach mal lassen kurz. Oder? Das ist es. Deal. Wir lassen den hier. Lass uns hier. Spannung steigt. Ob wir mal einen Fisch rausholen. Ja, liebe Leute, wir haben uns eine kurze Mittagssiesta gemacht. Die Sonne ballert noch ganz schön, aber wir haben gesagt, ey, jetzt wird es weitergebaut. Wir haben uns final dafür entschieden, mit dem Shelter jetzt doch hier zu bleiben, weil der Spot ist ganz okay. Wir haben jetzt keinen See gefunden in diese Richtung. Wir werden immer weiter Exkursionen machen die nächsten Tage. Aber erstmal haben wir hier eine Süßwasserquelle. Wir haben das Meer direkt so halbe Stunde entfernt. Ich glaube auch ganz cool, wir haben hier so ein bisschen unter Kontrolle, was hier so abgeht. Ne?
Wir ja. sehen hier so ein bisschen, guter Überblick. Was hier abgeht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben bei dem Shelter. Und Kevin und ich sind immer Ultra-Fans davon, einfach auf dem Boden zu schlafen. Deswegen werden wir einfach noch mehr von diesen Tannen-Reisigzweigen ja. da einfach zusammentragen. Das war schon sehr, sehr geil. Genau. Dann haben wir auch noch hier zusätzlich, Freunde, schaut euch mal an. Ja, die Zeit, unsere Pause natürlich nicht einfach so verstreichen lassen, sondern genutzt. Wir haben uns hier so Possible Zunder für heute Abend ready gemacht und so ein bisschen Rinde. Sehr trocken schon, das ist voll geil. Das hat ultra viel gebracht, also das ist richtig trocken im Vergleich schon zum Anfang. Sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, graden wir mal unser Shelter. Genau, Shelter upgraden und dann ist heute halt noch wichtig Feuer machen, weil wir können nicht die ganze Zeit die Chlortabletten usen, wir haben nicht so viele dabei. Und wir planen noch, wir haben uns jetzt wirklich Schlachtplan gemacht, wir planen noch, wenn wir es schaffen, je nachdem wie lange Shelter dauert, noch mal eine kleine Exkursion zum Meer. Ja, weil Thema Fische wird halt wichtig. Genau. Und in diesem Wasser sind keine, vielleicht sind Fische im Meer. Schauen wir mal. Wir haben jetzt die Plane noch mal fixiert, oben drauf so ein paar Stämme drauf gemacht, festgeseilt und Dominik ist gerade dabei, Moos zu sammeln, was wir gleich noch drüber machen werden. Ich glaube nicht, dass es jetzt heute und vielleicht auch morgen regnet, aber auch alleine, damit die Plane ein bisschen besser hält. Wie läuft's hier? 1A. Geil. Ja, man, diese Moosteppiche gehen ultra geil ab. Also, selbst wenn die so ein bisschen einzeln sind, glaube ich, können wir die easy draufballern. Am wichtigsten ist eigentlich, dass wir die Seiten voll knallen, ne? Erstmal, ja. Ja, weil da haben wir hier so eine kleine Lücke. Und das ist, denke ich, Prio Nummer 1, dass wir die Fläche ein bisschen vergrößern innen. Dass wir nicht so super, super kuschelig liegen müssen. Das sieht aber schon wirklich geil aus, muss ich sagen. Ja, Mann. Das sieht wirklich krass aus. So Moos auf einem Shelter addet so viel, ne? Ja. Ey, aber wenn das nass wird, wird es noch schwerer. Boah. Dann kracht uns das ein, glaube ich. Ah, nee, das ist schon stabil gebaut. Schon stabil, ja. Klar, ist noch nicht fertig, ne? Mitte muss auf jeden Fall noch gemacht werden, aber... Und die Seiten halt auch, ja. Aber das ist wirklich nur so Kosmetik für so Sonne, also es ist on top. Kurz Pause machen, Freunde. Und dann machen wir eine kleine Exkursion, wa? Die zweite heute. Und zwar zum Strand. So, ich habe jetzt hier einmal meine Angel fertig gebaut. Und unten einen Griff befestigt. Ich weiß nicht, ob man den jetzt hier sehen kann. Ich würde sagen, Schuhe aus rüberlaufen. Oder einfach auswerfen und hier am Stein befestigen. Ich muss halt kurz nochmal meinen Kopf arbeiten lassen bei der ganzen Geschichte hier. Das Ganze ist jetzt gut auf den Boden gesunken und jetzt heißt es einfach abwarten. Ich werde jetzt mal hier ein Netz selber bauen und dafür, ach hier, so einen Faden gefunden. Und ich werde das so machen, dass ich das Netz, was ich eben zugeschnitten habe, auslege und in der Mitte zusammenführe an einigen Stellen und dann das Ganze mal ausschmeiße. Dann dieses fette weiße Ding hier einfach. Schwimmt das überhaupt? Safe, oder? Ja, gut. Wenigstens ein IQ habe ich hier rangebracht. Und dann das ganze Netz wirklich mal da hinten irgendwie auslege. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich gleich hinschwimme. Oder wie ich das Ganze mache. Oder auch einfach werfe. Genau. So, ich habe hier jetzt mehrere Krebse rangehängt und bin mal gespannt, ob das vielleicht dazu führt, dass was anbeißt, beziehungsweise reinkommt in das gute Netz. Ich werde das Ganze jetzt auswerfen, bevor die Flut hier noch näher kommt. Man sieht jetzt schon, das kommt unfassbar fix hier an. Ich habe das Ganze zusammengeknotet an mehreren Stellen. Das heißt, ich habe eine Öffnung, hoffe, dass hier dann die Fische etc. reinkommen und den Weg nicht wieder rausfinden. Das machen wir jetzt, befestigen das fix und dann mal gucken. Nee. Dann mal gucken. Oh Gott. Okay, war gar nicht so kacke. Wow. Geil, ich fühl's richtig gut. Treib raus, Brudi. Oh nein, mir ist mein Handschuh reingeflogen. Oh, macht mich das sauer. Mir ist mein Handschuh mit reingeflogen. Oh, Digga, muss das sein? Warum passiert mir immer so eine Kacke? Okay, schnell befestigen und dann erstmal schwimmen gehen, sag ich dazu nur. Oh, mir ist mein Handschuh reingeflogen. Boah, ich glaube, ich muss einfach schwimmen direkt.
Oh Gott. Da lässt man die einmal alleine. Geht's? Krankheit. Man hat jetzt gesehen, es hat sich alles harmlos angefühlt, aber ich habe schon die ersten zwei Wunden. Aber ja, jetzt heißt es... Diese kleinen Muscheln auch. Ja, total. Ich halt sofort schneiden. Aber es war halt voll wichtig, weil das der rechte Handschuh ist und wir halt die ganze Zeit damit arbeiten. Und wir wollen halt auch nicht, dass die fischigen Gerüche an unserem Lager sind und da die Tiere nachts hinkommen. Wir haben das gestern gesehen, da war der Wolf wirklich 10 Meter neben uns. Das war mehr. Das war unfassbar. Das kann man sich nicht vorstellen. So schön und so mystisch zugleich. Hier wird die Nahrung an Land geschleppt. Nachdem das mit dem Fisch wahrscheinlich eher schwieriger wird. Und an dem Krebs einfach nichts dran ist, gehen wir jetzt auf Vegetarier, oder? Ja. Machen wir so. Absolut. Absolut. Jetzt hoffen wir mal, dass keine Red Tide ist. Weil dann was ist mit uns? Ja, von den Einheimischen habe ich gelernt, dass man hier den ganzen Scheiß abschneiden soll. Und dann hier das gute Material ist. Das sieht irgendwie alles... Oh, das könnte man safe auch abkochen, ne? Das könnte man sicherlich auch abkochen. Das Salz da innen. Ja. Aber in dem Video, das ich gesehen habe, also gepickelt, machen die immer das ganze Teil. Das ist das Gleiche. Ach, die essen einfach alles auf? Mm. Boah, dann Miranda. Kleiner Anfang, Leute. Nichts Beschisseneres als Durchfall. Boah, da kannst du auf deine Elektrolyte scheißen. Es gibt ja auch die nötigen Salze, die du brauchst. Davon kannst du nicht zu viel essen. So, Max meint, die Kombination mit den Schuhen und dem Sand ist zu schwer und er läuft jetzt nur noch rückwärts. Ja. Der kann sein Bein nicht mehr heben. Beinheber geht nicht mehr. Das ist jetzt schon am komplett dicht machen. Ich laufe viel rückwärts seitdem. Max läuft einfach rückwärts jetzt, ja. Das ist ein Bild für die Götter. Als würden die ganzen Reise und die ganze rückwärts gelaufen. So. Hier kommt der Fluss ja lang. Ich sag's euch jetzt nochmal. Beim Briefing mit allen. Hieß es. Geht Flüsse hoch, meist kommen dort Seen. Und dann hat uns das, wir haben es bei 3 Briefings gehört. Wir sind diesen Fluss hochgegangen, wir sind auf dem Weg dabei fast gestorben. Ich hatte eine komplette Psychose, ich kann nie wieder so dicht in den Wald gehen. In dem Moment war es in Ordnung, aber im Nachhinein wäre ich safe noch Albträume kriegen. Das war ja krank, die Büsche waren alle höher als ich so richtig dick. Ja. Und es gab nie Boden, weil es waren immer nur Bäume fallen um. Denn morsch, Moos kommt drauf, krachen weg, nächster Baum und alles wird morsch. Das war kein, du hast keinmal nicht einen Boden. Das war absoluter Horror. Das war krank. So, aber wir müssen nochmal rein. Nicht jetzt, aber wenn wir Nahrung haben wollen für die 14 Tage, und das brauchen wir, müssen wir hier irgendwie nochmal rein. So Leute, Romatra kam gerade vom Topf auswaschen wieder. Mein gigantisches Problem. Der hat Löcher. Unsere Ultrakonstruktion hat Löcher. Das weiß ich nicht. Wie ist das passiert? Wir haben bei all unseren Tests eine dicke Dicker genommen. Und dann meinte Romata, wir können einen größeren Kochtopf mitnehmen, wenn wir ihn dünner machen. Hat jetzt dünnere Folie mitgenommen. Und die reißt beim Falten. Der hat Löcher. Geht auf meine Kappe. Die war so geil beim Testen. Wir hatten den größten Kochtopf dabei. Da wolltest du zu viel. Ich wollte zu viel. Hast du eine noch dünnere Folie mitgenommen? Ich habe noch einen größeren Topf mitgenommen. Ja. Ich wollte wirklich einfach zu viel. Wir haben keinen Wasserfilter dabei und können gerade kein Wasser kochen. Das ist so ein Krampf, da drin zu kochen. Ich sag, können wir die einfach übers Feuer halten, kocht das. Andere Option? Was mit dem Helm? Wow. Der kann kochen. Mit dem Helm auch nicht aufpassen. Der war halt so ranzig, der lag hier schon 3 Jahre in der Strömung, ne? Ja, der wird doch noch nicht. Kann man halt so Mikroplastik ziehen.
Der wird kochen können, ja. Gut, ein bisschen nach. Da müssen wir erst ein, zweimal kochen, ohne das zu trinken mit der Plörre da drinne. So müssen wir den draufstellen. Dann können wir ihn hier greifen und abschütten. Ist nicht schlecht, können wir probieren. Dann mach ich den sauber. Ganz doll sauber. Einmal abkochen, ohne das zu trinken. Okay. So, Romatra ist seit 20 Minuten am Helm auswaschen. Ist natürlich ein Downer, dass wir keinen Kochtopf haben. Es hat alles in den Test geklappt, aber dann hieß es, wir machen noch eine dünnere Folie, dann können wir noch eine Schicht mehr nehmen, können wir doppelt so viel Wasser kochen, aber jetzt haben wir gar nichts. In der Zwischenzeit, das ist natürlich eine richtige Scheiß-News mit dem Topf, aber in der Zwischenzeit hat Romatra Feuerstelle hier vorbereitet und schon mal verschiedenes Holz geholt. Wir müssen gucken, was da jeweils brennt. Wir werden nur in der Buschbox hier kochen. Das wird auch nochmal schwierig werden. Und ich habe in der Zeit alle Äste, die wir hier rangeholt haben, ne, die wir vorhin gefällt haben, alle entästet, alle auf die gleiche Länge geschnitten, dass wir die jetzt hier hochlegen können. Und ich würde sagen, das mache ich einfach mal. Das ist doch geil. Da können wir jetzt so viel, meinetwegen auch Reisig, alles Naturmaterial draufklatschen, was wir finden. Da hinten waren ja auch Laubbäume, ein paar, aber jetzt nicht mit den geilsten Blättern, aber immerhin. Geil. Sehr, sehr geil. Also, wir haben heute schon halt sehr früh sehr viel Baumaterial besorgt. Wir haben eine Strecke gebaut zu neue Wasserresources, möglicherweise Essen, vielleicht sogar Fisch an den Teich, wenn wir hier ans Meer nicht bekommen, aber wir brauchen eine Unterkunft. Und das Problem ist, dass wir, das Wald ist so dicht, dass wir nicht so rankommen. Aber mein Vorschlag ist, da, diese ja. Hölle. Und zwar, die Idee ist, wir fangen heute erstmal die Steine an der Seite zu legen, hier auszugraben, eine Notunterkunft. Wenn es zum Beispiel heute Nachmittag, wir haben jetzt schon Nachmittag, oder heute Abend oder in der Nacht anfängt zu regnen, dann können wir uns hier drinnen retten. Ja. Jetzt eine komplette, sag ich mal, Schelte zu bauen, ein Haus mit das ganze Baumaterial, was wir besorgt haben hier. Wenn wir das vernünftig machen wollen, schaffe ich von der Kraft das heute nicht. Nee. Ne? Wir haben nichts gegessen, gar nichts. Und wir haben richtig geackert. Ja. Letzte Mahlzeit vor 24 Stunden. Richtig. Ich habe hier vorne den Stamm gebracht. Und da bauen wir halt zwei sogenannten Pickel. Die nutzen wir, um hier auszugraben. Wir müssen nicht tief. Es reicht auch, wenn wir zum Beispiel ungefähr ein gutes Meter hier rein. Ja. Wir müssen nicht heute Abend hier drin pennen. Und dann fangen wir morgen an, hier vernünftig ein Überdach zu bauen. Mit das ganze Material, was wir hier hergestemmt haben. Und wir holen noch ein paar Stämme. Ja. Alles, das ganze Material. Wir bauen uns hier. Und da vorne haben wir Tannen. Ja. Die können wir schneiden mit der hier. Und auch die Äste sind gut, um zu dichten. Das heißt, Plan für heute, wenn du damit einverstanden bist, wir machen Tools und wir graben hier uns eine freie Fläche, dass wir eine Notunterkunft haben. Was ist ein Pickel? Pickel ist halt so eine Art, ich zeig dir mal. Ja. Ah.
So, das hier oder was? Als Schlaghammer, ne? Genau. Ja, okay. Geil. Das haben wir zum Arbeiten. Und jetzt würde ich vorschlagen, Jan, du hast ein Messer, machst hier eine Spitze, weißt du? Ja. Und ich baue jetzt noch eins für mich. Ja. Hat jeder eins. Und so können wir weniger Energie verbrauchen, als wir mit den Händen alles ausmachen müssen. Und machen uns nicht die Finger kaputt. Perfekt. Klasse. Ja, geil, ey. Dann spitze ich jetzt nochmal einen Pickel. Geil. Das ist gar nicht mal so leicht, den Pickel hier eine Spitze fertig zu machen. Das Holz, das ist massiv und das Messer, das ist ziemlich spitz. Also das wird noch ein bisschen brauchen, bis das mal fertig ist. Aber so hat man wenigstens eine Tagesbeschäftigung. Ey, gerade mitgekriegt, dass es irgendwie erst 13 Uhr ist. Und ich habe gedacht, wir haben locker schon 16 Uhr oder sowas. Naja, deswegen immer geil, wenn man eine Tagesbeschäftigung hat. Und jetzt halt in dem Fall hier so einen Schlaghammer fertig machen. Ja, und dann noch ein bisschen buddeln gleich. Kennt ihr Koro? Dort gibt es über 1000 Produkte von Superfoods bis Energy Balls. Direkt von den Erzeugern ohne Umwege. Und die Qualität ist einfach top. Probiert es selbst und nutzt dafür den Rabattcode 7WorldsWild. Damit spart ihr 5% aufs komplette Sortiment. Und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr euch die Werbung angeschaut habt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Bam, bam, bam. Das sind Werkzeug. So, mein Werkzeug ist schon mal ein bisschen fertig geschnitzt. Joey schnitzt seins gerade noch. Das heißt, ich fange einfach schon mal an, hier ein bisschen rumzuhämmern. Das ist wirklich mal Loche. Jetzt wollen wir hier die ganzen Steine probieren wegzuschleppen, wegzukippen. Eins, zwei, drei. Top. Super. Wir suchen Gold. Gold. Große Goldnuggets. Oh, Nuggets. Wir kloppen schon seit Stunden in dieser. Für mich ist es schwarze Erde. Ich habe keine Ahnung. Ich kann Farben nicht gut sehen. Rot-Grün-Schwäche und was. Kloppen wir schon die ganze Zeit dran. Wir sind hier irgendwo in Kanada, Vancouver Island. Und ich habe die absoluten Heimatsgefühle. Ruhrpott oder was? Glück auf! Ich habe es selber nie gemacht, in meiner Familie war auch keiner unten im Stollen drin oder was, nie im Bergbau gearbeitet, aber das ist doch einfach nur geil. Das ist wirklich, das ist schön irgendwie und das macht auch Spaß gegen die Langeweile, das ist nämlich das Schlimmste mittlerweile hier für mich. Die Langeweile, einfach nur dumm rumsitzen, irgendeine Kacke denken und das an Tag 2. Ich bin sehr gespannt, wie das für mich hier weitergeht. Aber Joey, das ist wirklich die Bank. Das ist so eine solide Bank. Im Denken, in den Ideen. Bester Partner, glaube ich. Ja, ich werde hier jetzt weiter kloppen und gucken. Aber macht Bock. Wir haben auf jeden Fall eine kleine Mittagspause gemacht, eine kleine Siesta. Und machen uns jetzt gerade ready, nochmal nach vorne ans Meer zu gehen, hier durch. Weil wir nochmal checken wollen, wie sieht es dort aus mit Fischen. Vielleicht sieht man direkt irgendwas. Wir haben auch unser Angelsack dabei, unsere Stellnetze und so weiter. Wir wollen auf dem Weg auf jeden Fall ein paar Steine mitnehmen, dass wir hier im Lager Wasser abkochen können, Stein. Ja, direkt in der Flasche, weil
Ich glaube, alles andere wird ein bisschen schwierig. Ja, aber noch das Kupferblech so als Notfall dabei. Können wir auch probieren. Also man merkt auf jeden Fall langsam, die Dehydration kickt so ein bisschen rein. Und unsere Chlortabletten gehen halt auch zur Neige. Ne? Wie viel haben wir noch? Boah, ich würde schätzen, vielleicht noch so 5. Wir sind mit 9 reingestartet. Ich sag auch ehrlich, ich bereue ein bisschen, dass wir nicht mehr mitgenommen haben. Aber holen wir erstmal die Steine. Boah, Energy ist gerade ein bisschen low, sag ich ehrlich. Aber kriegen wir hin. Ja, komm, ans Meer. Auf geht's. Boah, wir müssen ehrlich vorsichtig sein jetzt. Weil ich glaube, Energie ist gerade nicht so crazy. Und wenn wir halt irgendwie so ein Schwanken kommen, fallen wir, glaube ich, straight up hin. Ja. Jetzt ist richtig eine gefährliche Phase. Ja, wir haben, glaube ich, eh nicht mehr so krass, krass viel Zeit. Weil wir haben auch schon mal so ein bisschen die Sonne abgecheckt. Und die ist gestern so, ja, also das war gegen Abend auf jeden Fall, wo wir angefangen haben zu bauen. Also die ist jetzt, vielleicht haben wir noch so 2, maximal 3 Stunden, würde ich sagen. Wo wir Sonne haben und wir sollten auch gar keinen Umständen, wenn es dunkel ist, zurückkommen. Boah, Freunde, ey. Der Weg hier ist auf jeden Fall wirklich crazy scheiße. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir am Meer einen Fisch fangen sollten, verbrauchen wir auf dem Weg hierher wieder alle Kalorien, die wir dadurch bekommen, Alter. Das wird auf jeden Fall. Ja, das. Hier geht's die ganze Zeit hoch, runter. Wir müssen richtig konzentriert aufpassen. Und ich meine, jetzt ist gerade Tag 2, also das geht noch. Aber wer weiß, wie es an Tag 5 ist oder so. Boah. Boah. Junge, Junge, Junge. Okay. Wir haben es fast geschafft, Bro. Ich glaube, ich sehe es schon. Ich glaube, da hinten wird es schon so ein bisschen. Da hinten wird schon so ein bisschen. Heller. Ihr müsst ja denken, wir werden immer schwächer, immer unvorsichtiger und so Geschichten. Das ist jetzt gerade schon grenzwertig, wie wir laufen. Das zum Meer gehen fischen ist halt so eine Strat, wo wir halt schon nicht so 100% sicher waren, ob es überhaupt klappen kann. Aber da hinzukommen on top ist so schwer. Wir dachten halt, ey, der Weg, den wir gelaufen sind am Anfang, der war halt übelst verquatscht. Und wir finden jetzt bestimmt einen besseren, der gerade durchführt. Aber das ist schlimmer als der am Anfang. Ja. Also no joke schlimmer. Der ist richtig scheiße. Okay, Freunde. Hier wird es ein bisschen dünner wieder. Ich glaube, hinter diesem Hügel oder da so roundabout müsste das Meer sein. Wir hören es auf jeden Fall schon ultra laut. Oh. Boah, ich sag ehrlich, ich hätte mir jetzt schon, also wenn ich jetzt einmundfrei hätte, würde ich mir wünschen, dass das Meer näher dran wäre. Bro, wenn ich einmundfrei hätte, würde ich mir Cheeseburger wünschen. Ja, dass unser Spot einfach irgendwie nicht durchtrennt ist vom fucking Urwald. Ja. Dafür mein Wunsch. Oh mein Gott, ich sehe das Ende. Ja? Ja. Ich sehe das Licht. Oh mein Gott, Bro, es ist noch ultra weit. Wirklich? Alter, das ist nicht so nah. Runter. Oh mein Gott, und hier geht's tief rein. Oder hier kommen wir nicht runter, bei Gott. Boah, das ist so risky hier. Alter. Ich weiß. Ach, sollen wir das laufen, Bro? Nee. Wir dürfen keine Scheiße bauen. Wenn wir da verunglücken, die finden uns niemals. Wir dürfen keine Scheiße bauen. Da müssen wir es abbrechen. Boah. Okay. Wir haben jetzt viel überlegt. Wir versuchen jetzt hier irgendwie an der Seite lang zu kommen. Oh. Mach keinen Scheiß, Bro. Ja, ich versuch's. Hier unter mir gerade ist ein Bach und ein tiefes Loch. Alter Junge. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mit Abstand. Ja, es ist auf jeden Fall noch ein Stück. Hier, wo ich bin, geht's gerade noch. Ja. Ja, lass umdrehen. Ich will nicht, dass wir dumme Scheiße machen. Alter. Es fühlt sich gerade ungelogen so an, als hätten wir den härtesten Spot.
Ich kann nicht mehr. Oder wir übersehen irgendwas. Ich weiß es nicht. Vielleicht übersehen wir auch den Paradiessee oder so. Ey, ich bin gerade so fertig mit den Nerven. Ja. Ich kann gerade losholen. Also. Was kannst du? Losholen weg. Losholen? Ja. Weil ich weiß so, wie das gerade ist, Bro. Wie sollen wir 14 Tage schaffen? Ja. Das ist. Wie sollen wir das schaffen, Bro? Wir haben nichts. Wir sind im Wald, der mir meine Hose schneidet, Bro, der uns umbringt. Boah, ich bin auch auf jeden Fall. Ich bin so leer gerade. Ich funktioniere absolut auf Autopilot gerade, Freunde. Das Ding ist nicht die Energie, also die ist auch scheiße, aber es fühlt sich wirklich so an, als hätten wir einfach keine Chance 14 Tage auf, egal was wir machen. Digga, der Weg zum Meer und zurück, Alter, der verbraucht 1000 Kalorien gefühlt. Selbst wenn wir zwei Fische rausziehen, da würde das wahrscheinlich wieder komplett hops nehmen, ey. Und ich meine, wir können nicht so einen Weg jedes Mal gehen. Also schaffen wir die 14 Tage nicht. Mann, ich will es so unbedingt schaffen, Bro, wirklich. Ich bin so sauer, macht es nicht. Ja. So, wir haben einen Plan geschmiedet. Eine Idee für einen Shelter. Leider nicht der, den wir uns vorgenommen haben, weil einfach die Gegebenheiten hier nicht entsprechend sind. Genau. Aber jetzt pass auf. Wir werden den Baum absägen, weil der ist ja eingewurzelt, der ist super als Grundpfeiler. Und werden den Baum absägen auf einer Höhe und werden dann einen langen Stab drüber machen. Hier noch einen Stab hoch, damit es nicht durchbiegt. Das ist nämlich richtig geil dann. Und dann machen wir nach da ein Schrägdach. So, was jetzt nicht geil ist, Wetterseite ist höchstwahrscheinlich zum Wassergewand nach da. Aber ist uns die Nacht jetzt heute egal, das ist ein laufender Prozess. Das heißt, wir bauen das Ding jetzt erst und morgen kümmern wir uns darum, dass die Wetterseite noch zugemacht wird. Ja, wir haben ja hier auch mehr Folie jetzt, ja, die man dann nicht unbedingt verballern muss für das Bett. Also heute aber wahrscheinlich schon, aber morgen dann können wir dann damit vielleicht sogar die Wetterseite abdichten. Ja, das ist ein laufender Prozess, es hat gar keinen Sinn, jetzt das Lager an dem Tag jetzt heute zu bauen. Ja. Aber wenn wir heute das Dach schon mal hinkriegen, ist schon mal geil. Ja, also Abfahrt. So machen wir es. Geil! Ja. Ja! Oh, wie geil ist der gefallen? Ja. Krass. Ah! Sehr schwer. Alter. Kein Wunder, dass die so dicht sind, die Ringe. Oh. Einmal rechts. Einmal links. Und jetzt können wir das einsägen. So, das wird jetzt hier einmal alles, und ja, das musst du mit dem Messer aushalten. Jetzt bricht es dabei, pass mal auf. So ausgebrochen. Dann passiert das hier. Und dann wird es nochmal sauber nachgearbeitet. Ja, und dann sieht das irgendwann so aus. Das ist dann geil. Haben wir dann gerade Aufliegefläche. Das rollt nicht runter. Hat nur Vorteile, das Ding. Geil. Bitte. Ah. Gut, soweit. Trinken holen gehen. Stein holen gehen. Genau. Und dann hauen wir uns jetzt erstmal kurz hier hin. Ey, wir müssen uns kurz ausruhen. Vielleicht setzen wir uns auch erstmal kurz unten in die Sonne. Das dachte ich mir auch schon. Ja. Ich hab richtig Bock zu sitzen. Ja, mal kurz Sachen, Schuhe durchtrocknen lassen. Ja, wir müssen uns kurz. Ey, das ist. Ersten 24 Stunden ohne Essen. Und mit viel Anstrengung. Das ist schon krass. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gemacht hat. Boah, aber guck mal hier. Noch mehr Polsterung fürs Bett. Das ja! Ist gut, das ist geil. So, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Nee, nicht mal. Wie lange haben wir denn jetzt gepennt? Stunde? Ich habe kein Zeitgefühl. Ich weiß es nicht. 2 Stunden vielleicht. Haben wir jetzt gepennt. So, und jetzt geht's weiter hier. Nagel, Hammer, aka Stein, und dann geht's los. Okay, krass. Krasse Materialschlacht kommt jetzt leider.
wussten wir schon, ganz viele Stöcker jetzt hinlegen, absägen. Bam, 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 bam. Ja, nicht mal ein Drittel, ein Drittel vielleicht? Ja. Okay, unter ein Drittel fertig? Ein Viertel, okay, ein Viertel ist fertig. So. Ja, machen wir mal ein Fünftel draus, glaube ich. Ein Viertel ist fertig. Ja, wir müssen jetzt schon wieder Pause machen. Es ist fast schon lächerlich, aber es ist so. Ja. Man glaubt es nicht. Es ist, ich muss mich vorhin aufraffen, von dem Stamm aufzustehen und hier hochzukraxeln, weil ich ja wusste, was das für ein Weg hier hoch ist. Ja. Aber gut, ist halt so, ist wie ist. Wir machen jetzt Pause und machen nachher nochmal ein Viertel. Ja. Und dann ist aber, dann das reicht für heute. Heute. Dann machen wir andere Sachen. Genau. Andere Sachen. Andere Sachen. Es ist auch so heiß, ne? Ja. Es ist fucking heiß. Ja, es drückt vor allem, dadurch, dass der Wald halt so feucht ist, ne? Alter. Bist du nur am Ölen. Ja. Ist wie Dschungel hier. Bloß anders. Ja, bloß mit Tannen. Gut, also jetzt schon wieder ausruhen. Die Realisation kommt gerade, wie anstrengend diese Tage werden. Und es ist Tag 2. Aber das hatte Martin ja, glaube ich, auch gesagt, ne? Dass bei ihm das erste Mal Tag 2 auch genau. Völlig krank. Ich weiß gar nicht, warum man so fertig ist. Ja. Nichts gegessen, essen, viel Bewegung. Krass, dass das schon ist. Ja, klar. Das ist es, ja. Naja, ist man ja nicht mehr gewohnt, ne? Ich meine, was machst du denn noch in deiner Freizeit? Hey, ich laufe zum Kühlschrank, okay? Komm mal klar. Das ist halt so das Thema, ne? Also, Hunger, ich hab jetzt gar keinen Hunger. Du hast auch keinen Hunger, oder? Ja. Nicht so richtig, ne. Ja, es ist eher so die Energie, die fehlt. Das ist die Sache so. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht zu Hause vorstellen, aber jo. Ich habe ja so die Hoffnung, das haben ja viele gesagt, so, also morgen der Tag, der wird richtig schlimm, glaube ich. Das haben viele gesagt. Stimmt, Tag 3, ne? Tag 3 wird richtig schlimm. Und Tag 4 soll es dann wieder so ein bisschen bergauf gehen. Cool. Keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber es gab einen Motivationsschub. Das musste schnell genutzt werden. Ja. Seitenwand steht, das ist ja das Kopfteil quasi, das ist gut für den Kopf. Ja, für den Kopf. Weil hinten kann nichts, also es kann natürlich trotzdem was reinkommen, aber man fühlt sich sicherer. Aber man merkt es dann halt, ne? Direkt, wenn da irgendwas dran rumfuhrwerkt. Yes. Und? Also ist schon, Holz ist vor der Hütte. Also dafür, dass wir eben nur ein Fünftel hatten, wir sind jetzt ein bisschen was über der Hälfte. Das ist geil. Und das ist ja viel zu lang, das Ding auch, ne? Ja. Muss man mal so. Aber es ist geil, wenn es dann komplett abgeplant ist. Wir haben nämlich auch entdeckt, dass hier dieser eine Baum, der hier steht, und dann da hinten noch ein Baum, die sind beide komplett tot. Hier, seht ihr, bis da nach oben. Die Rinde davon, da wird hier sowas noch einer von mit weggeschindelt, da wo die Plane nicht funktioniert. Also, es sieht nicht geil aus, aber es ist richtig doll geil. Ja, weil es groß ist. Ja, das ist wichtig, Mann. Nebenbei auch schon ein paar Trapperbettstämme gesammelt. Wie du sagst, stimmt, mit der Rinde ist auch krank, das machen wir einen anderen Tag. Da ein bisschen was rein, einfach Rinde ranschmeißen, bam, bam, bam. Ja, na, weil die Plane ist ja nicht groß genug, ne? Ja, nice, nice. Ja. Nice. So, sieht vielleicht ein bisschen lustig aus, aber Martin hat mittlerweile einen Krückstock. An Tag 2, das läuft hier bei uns. Zum Rückenstützen wird sich hier nochmal ein bisschen über den Strand geknüppelt. Wir werden nochmal den Wasserfilter nutzen, Trinkwasser ready machen, Stellnetz kontrollieren, Langleine kontrollieren. Und ja, hier sehen Sie Survival Martin AD, außer Dienst. Ja, eieiei. Naja, wir nehmen das irgendwie ein bisschen mit Humor das Ganze, aber eigentlich ist es überhaupt nicht witzig. So, die Stunde der Wahrheit. Was sagt das Stellnetz? Was sagt die Langleine? Wir sind wieder zurück. Ist jetzt quasi ein ganzer Tag vergangen. Natürlich ohne die Nacht, sondern tagsüber. Heute Morgen, ihr habt es gesehen, aufgestellt. Wir haben auf jeden Fall schon mal Blätter drin. Was sagst du? Also, ernüchternder kann ein Treibnetz nicht. Treibnetz. Ein Stellnetz nicht aussehen. Alter, da ist ja nichts, gar nichts. Nicht mal eine kleine Kröte, gar nichts. Digga. Wo ist denn das? Ja, das ist. Genau, wackelt mal so ein bisschen. Dann sieht man mal, wie toll wir was gefangen haben. Nee, gut, super.
Ich würde es jetzt einfach trotzdem nochmal drin lassen. Ja, klar. Vielleicht kommt noch ein Schwall Forellen irgendwie so geflogen. Ich würde es diesmal aber tiefer machen. Tiefer? Ja gut, kannst du ja, ne? Von hier aus. Genau, ich lasse einfach diesen... Weißt du, es hätte ja auch ein Krebs drin sein können oder irgendwas. Ja. Aber nichts, gar nichts. Aber wenn ich zum Beispiel zurück an meine Vorbereitung denke, an das Angeln und an die Reuse, dort habe ich halt ohne den Bau 4 Tage jeweils gebraucht, um dann wirklich was zu fangen. Ja? Also, das war hoffentlich ein Vogel. Oh, Digga, das hat mir gerade so einen Scheiß Angst eingejagt. Das war ein Vogel, denke ich. Hey, Bär! Aber da war gerade was. Junge. Mach dich raus! Ich glaube, es war ein Vogel. So, wir haben jetzt einen neuen Plan, Hanna und ich. Und zwar haben wir uns jetzt vorgenommen, hier einfach einen kleinen Shelter hinzubauen. Ist natürlich richtig dumm, weil die Flut kommt hoch. Aber egal. Die ersten 2-3 Tage wird das schon nicht so hoch kommen. Das ist hier so ein richtig Wohlfühlspot. Man kann die Wölfe sehen, man hat den fetten Baum hinter sich. Und ich glaube, du hast gestern Kot gesehen im Wald, sagst du? Genau, wir haben gestern Wildtierlosung gesehen, die ziemlich frisch war. Und weil halt auch einfach der Wolf so nah hier war, ich glaube, dass die im Wald extrem viel sind. Das heißt, hier ist eigentlich so oder sicherere Spot. Wir haben auch nicht so gutes Material im Wald, dass man jetzt sagen würde, wir müssen im Wald machen, weil da ist das Material so geil. Es ist halt einfach scheißegal, wo wir sind. Da sieht man richtig, wie so ein Weg ist. Und eigentlich wäre das ja geil als Shelterplatz hier. Aber guckt mal, was hier ist. Eine Wildtierlosung. Ich muss ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, von wem das ist. Sieht nämlich ein bisschen nach Durchfall aus. Aber ja, die gehen hier sicher die ganze Zeit rum. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. Aber davon kommt jetzt die Wildkamera hin. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht nachts. Planänderung. Affe ist wieder am Start. Und zwar haben wir uns gedacht, das ist so ein Müll, das kann man sich nicht geben. Wir bleiben einfach da, wo wir gestern waren. Und zwar bauen wir da jetzt so der Plan, mal sehen, ob sich das ändert, ein Jägerbett hin. Und setzen einfach da jetzt, weiß nicht, Bäume rüber von da nach da. Und dann wird das da schon aussehen, als hätte man was gebaut. Und dann, wenn es regnet, Plan einfach drüber fertig. Das ist jetzt der neue Plan. Mal schauen, ob er hinhaut, weil wir wissen ja nicht, wie wir Stöcke finden. Genau. Jo, aber irgendwie habe ich jetzt wieder Bock. Jetzt habe ich wieder Bock, Alter. Jetzt bin ich wieder da, Hanna, aber auf einem ganz neuen Level. Oh, weiter. Oh, weiter. Ja! Scheiße, Alter. Das ist richtig geil, der Spot. Wie würdest du sagen, ist Premium? Premium. Ja. Aber irgendwie, also irgendwie ist halt auch geil. Wir haben Wasser. Wir haben Wasser. Und Wasser ist alles, was du brauchst für 14 Tage. Filmst du immer so nach oben? Film mich nach oben. So, ups. Wisst ihr, was ich auch so krass finde? Ne? Ich bin jetzt gerade hier auf zum Angelweg. Lauf hier mittlerweile mit meinen Motorradschuhen auch einfach nur noch durch die Siffe durch. Es ist eh alles komplett egal und nass. Und ich finde es einfach so schön, weil Hanna sitzt da vorne gerade. Wow! Uiuiui. Ist doch alles gefährlich mit mir hier. Sitzt da vorne gerade auf dem Stein. Und ich denke gerade drüber nach, wie krass mich diese Zeit mit Hanna zusammenbinden wird. Ich bin halt auf meiner Reise mit Motorrad um die Welt immer alleine. Klar, ich lerne Einheimische kennen, klar, ich bin mit Menschen zusammen, aber diese Bindung, die man haben wird, mit einem Menschen, mit dem man später auch noch Kontakt haben wird, ist halt so krass. Das ist so, ich glaube, das ist mit das erste Mal, 2 Wochen mit einem Menschen so einfach zusammen. Und ich freue mich so arg drauf. Ich sag gerade, dass es uns das wird uns so zusammenschweißen, Hanna. Ich spüre jetzt schon die Energy. Ja, jetzt ohne Witz. Ich habe voll viele Vögel. Ja. Schön.
Der Vorteil ist, dass mich halt sowas, so Vögel, wieder voll aufhalten. Meine Laune ist wieder um. So, hier wird gleich mal ein bisschen entastet, damit wir diesen Baumstamm aufs Shelter legen können. Mal schauen, wie es hinhört. Schon ein bisschen angefangen. Auf geht's. So, kurzes Update. Wir sind jetzt dabei, hier Shelter zu bauen. Und haben jetzt hinten schon mal die Seite befestigt. Dreimal. Und sind jetzt gerade dabei, hier vorne zu überlegen, werden wir das spannen. Hanna hat, glaube ich, ein bisschen Angst, dass das reißt. Die Angst ist wahrscheinlich berechtigt. Aber ja, was soll der Bums, ne? Unser Sonnensegel. Unser Regen da. Echt so, Mann. Ich finde es voll gemütlich jetzt schon. Ich fühle mich so. Mach mal bitte das wird unser geiles Jägerbett. Ich meine, guckt euch das an. Ja, ich finde es auch wunderschön. Also, ich merke gerade richtig, ich bin angekommen. Das ist der Spot. Ja. Es ist einfach der Spot. Es ist einfach geil. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, mal eine Runde shoppen zu gehen. Und zwar bin ich hier nochmal auf A3 gestiegen und hier bei den Bären angelangt. Hier, schön. Nochmal die Dinger. Ich freue mich tatsächlich schon, seitdem wir die Entdeckung vorhin gemacht haben, heute schön ein paar Bären zu snacken am Abend. Eine haben wir ja vorhin beide gegessen, Joey und ich. Die hat uns gut bekommen. Ich würde jetzt noch mal so 3-4 Stück davon fressen. Wenn die mir in 2-3 Stunden dann immer noch gut bekommen, dann gehe ich heute Abend noch mal los und mache mir eine ganze Pulle voll. Weil das hat mich so über den Tag angetrieben. Boah, Abend endlich etwas zu essen. Schön die Bären snacken und was. Deswegen hoffe ich, dass sie mir jetzt bekommen. Wenn nicht, wäre scheiße. Ja, einfach mal probieren die Viecher jetzt hier noch mal. Drei Stück habe ich jetzt drin. Mal gucken, ob sie drin bleiben. Wenn ja, wäre wunderbar. Wenn nee, scheiße, weil dann haben wir hier wirklich weit und breit, glaube ich, nichts zu essen. Es ist nicht mal eine Stunde vergangen, wie sich die Bären gefressen haben, aber mir geht es immer noch gut. Wir haben jetzt eine Weile da gechillt und irgendwie habe ich verdammt viel Energie. Ich habe überhaupt keinen Bock zu chillen. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich heute Nacht nicht müde bin. Weil dann wird es eine fürchterliche Nacht werden. Deswegen habe ich mir jetzt hier so eine Pulle aufgeschnitten und da sammle ich jetzt ein paar Bären drin. Hab das Bärenspray habe ich hier auch in der Tasche drin, weil ich hier wieder unsere A3 entlang gehe. Bisschen tiefer rein, weil da sind mehr Bären. Ich sammle die Dinger jetzt. Bis dahin, bis ich die Pulle voll habe, ist ja eh eine Menge an Zeit vergangen. Und dann ist das schön, das Abendessen. Also jetzt was sammeln und dann im Endgang was wegessen. Und der Flip heute fehlt natürlich noch. Der wird natürlich auch noch gemacht. Energie ist da. So, Jan war schwer unterwegs und hat... Was hast du da jetzt gefunden, Jan? Eine Menge Bären. Ich bin eigentlich die ganze A3 nochmal abgelaufen. Nicht bis zum See, aber bis davor. Und hast du auch schon welche gegessen? Ja, vorhin. Und wie schmeckt das? Eigentlich ein bisschen wie Blaubeere, oder? Wir haben beide eine probiert. Ich habe eins probiert, ja genau. Ich glaube, die haben auch viel Kalorien. Das ist zumindest, wir haben jetzt schon die erste Essensquelle. Und wir suchen neuen, wir suchen anderen. Zum Beispiel Fisch wäre natürlich ein Fest. Ja. Aber das ist schon mal eine Ansage. So, die Flasche mit den Bären, die steht da hinten. Heute kein Backflip, sondern ein Sideflip. Das heißt, ein anderer ziemlicher Basic-Trick, aber für mehr reicht es hier natürlich auch nicht. Bin schon froh, wenn ich das mit den Klunkern hier an meine Füße hinkriege. Aber fühle mich gut, habe richtig Bock. Nehmt euch in der Hand mit, Joey filmt von da und dann aber mal rein da.
What the fuck? What? Nicht schlecht. So, ich werde noch nicht die ganze Flasche heute essen, weil ich ja immer noch nicht genau weiß, wie die Beeren sich jetzt wirklich auf den Magen ausschlagen, aber ja, so eine gute Menge, 15, 20 Stück oder was, gehen bestimmt. Willst du auch Beeren essen, Joey? Ne? Joey verzichtet aufs Abendessen auf die Beeren. Ich glaube, wir wissen, wie sich die bei mir verhalten. Aber gut, einfach mal rein da jetzt. Ich weiß nicht, ob man das im Video so checkt, aber das ist wirklich. Das ist wirklich unfassbar, unfassbar krass, bis zum Meer zu kommen. Ja, lass uns zurückgehen. Boah. Ich glaube, wir haben es fast. Hier ist der Fluss. Und wahrscheinlich da hinten ist unsere Base. Puh. Gerade bin ich ehrlich, ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Krass. Es ist nicht mal, dass jetzt gerade Essen oder Trinken fehlt. Es ist, dass die Aussicht auf Essen fehlt. Lass das in der Base besprechen, Bro. Ja. Ich kipp's sonst um. Ja. Ich check nochmal hier den See. Oder was auch immer das hier ist. Aber. Hier ist nichts drin, das ist auch viel zu flach. Digga, mental knallt's gerade, ey. Ja. Fuck. Vor allem, wenn man die ganzen Survival-Udos im Kopf hat. Ja, man muss, also, ihr müsst euch vorstellen, es ist so, man. Oder wir sind auf jeden Fall mit einer richtig hohen Erwartung an uns selber rangegangen hier. Und dann, also sowieso schon, und dann kam halt auch noch von allen Seiten, yo, die machen nur 3 Tage und so. Und jetzt sitzt du hier und es fühlt sich an als Tag 2. Und es fühlt sich an, als hätten wir einfach keine richtige Option, Alter. Seven versus Wild, Team.